Daten machen die Zukunft sicherer und besser, wenn sie verantwortungsvoll genutzt werden und mit Mehrwerten für Kunden verbunden werden. Also Retail hat sich emanzipiert von dieser Versorgungsfunktion. Online kann heute alles besser. Sie haben Pricing, Sie haben Kaufempfehlungen, Sie haben Sortimentspolitik, Logistik. Schauen Sie nur, was Amazon heute leistet. Corona hat auch dazu geführt, dass E-Commerce stark gewachsen ist. Wir sind vor ein paar Jahren noch bei 40 Milliarden gewesen, in Deutschland sind 70 Milliarden. Wachstum im letzten Jahr waren 23%. Trotzdem gibt es Gründe, die im physischen Retail seine Berechtigung geben. Und das ist wahrscheinlich die menschliche Beziehung, die Interaktion. Das sind Gefühle, Haptik, Gestik, Erleben. Das ist Storytelling, das ist Dialog mit Menschen. Und deswegen glauben wir, dass nicht das eine und das andere, sondern die Dinge werden zusammenkommen. Wir sprechen von Offline, wir sprechen von Online. Wahrscheinlich ist es in der Zukunft No-Line, die Dinge wachsen zusammen. Qualität ist das Kriterium für Premium und das wahrscheinlich in vielfältigen Bereichen. Das geht also einmal um das Produktdesign, die Verfügbarkeit, die Preispositionierung trägt zu Qualität und zu Premium bei. Es ist sicherlich trotzdem das Thema persönliche Beziehung. Also wenn Sie eine Premium-Marke haben, ist das von überragender Bedeutung, wie Kunde und Marke zusammenspielen. Nehmen Sie dieses Zitat von Ritz-Carlton, Ladies and Gentlemen, serving ladies and gentlemen, bestimmt immer noch gültig. Der dritte Punkt der Qualität in der heutigen Zeit und in der Zukunft ist sicher auch das Online-Erlebnis. Wenn man so viele Marken, nehmen Sie BMW oder Automobilhersteller, die im alten offline-physischen Kanal als Premium-Marke gelten, da ist wichtig, jetzt auch eine Premium-Online-Experience zu liefern. Und das Letzte ist wahrscheinlich das Thema Storytelling. Also welche Geschichte erzählt die Marke, wie wird das in menschlicher Interaktion deutlich und übersetzt? Was ist der Purpose, der Sinn und Zweck dieses Unternehmens? Das sind sicher Qualitäts- und damit Premium-Charakteristika. Was man tun kann und was Empfehlungen sind, schauen Sie die KDW-Gruppe Oberpollinger, den Geschäftsführer Alexander Repp, mit dem wir viel diskutiert haben, der sagt, es ist das Mehr am Service, es ist die Extrameile, es ist dieses Engagement, was Mitarbeiter an den Tag legen und sagen, du, wenn das Produkt jetzt hier nicht verfügbar ist oder du es nicht mitnehmen kannst, weil du eine Verabredung hast, dann schicken wir es nach Hause oder wir schicken es ins Büro. Es klingt nach kleinen Beispielen, aber das macht sicherlich Premium in der Zukunft aus. Und aus einigen Studien wissen wir, dass Qualität, sprich Premium, mittlerweile vielleicht sogar wichtiger geworden ist als der Preis. Bisher ging es um den Preis. Ich glaube, dieses Element wird deutlich wichtiger. Also Qualitätsaspekte und damit Premium muss auch im Online erlebbar bleiben. Sie wissen, dass viele Verkäufer ihren Datenschatz in so einem kleinen schwarzen Buch aufheben. Ja? Für Autoverkäufer, der hat natürlich aufgeschrieben, das Geburtsdatum der Ehefrau und das Alter der Kinder. Aber es ist in den Köpfen der Verkäufer und es ist wie ein kleiner Schatz behandelt. Ich glaube, die Digitalisierung wird dazu führen, dass Hersteller, Marken, Autohersteller, Handel etc. stärker über diese Daten verfügen wird, wenn sich das Mindset ändert. Das heißt, das Wissen von Kunden muss in die Systeme, um dort auszuwerten, um dort Entwicklung machen zu können. Geht also damit einher, das Verstehen der Daten und der Bedeutung der Daten, der Mehrwert, der daraus zu ziehen ist, das muss bekannt werden. Solange ich das in meiner Schublade habe, wird keine Skalierung und kein Wachstum möglich sein. Was helfen wird, sind neue Datenquellen. Wenn wir uns ein paar Startups anschauen, die mit Daten zu Gestik und Mimik operieren zum Beispiel, also Kameras, die im Showroom sehen, naja, Frau Altmann wird gerade ein bisschen ungeduldig. Und wenn ich die Information zurück an den Verkäufer kriege und sage, du, eine Information, das System sagt mir, hier wird jemand ungeduldig oder ist unzufrieden, dann kann ich als Verkäufer darauf individuell eingehen. Also die bestehenden Daten werden mit diesen Dingen, aber eben auch mit dem menschlichen Beziehungsmanagement zusammenkommen müssen. Ein schönes Beispiel ist vielleicht noch Farfetch in London, die diesen iconic Luxury Retailer gekauft haben, Browns. Und das praktisch in einen digitalen, physischen Kanal verwandelt haben. Das heißt, sie checken zum Beispiel mit ihrem Namen und ihrem QR-Code,
checken Sie an der Tür ein. Es gibt sogar einen eigenen Eingang für Mitglieder. Und die Daten, die über Sie vorherrschen, die vorhanden sind, werden ausgespielt an den Verkäufer auf einem iPad. Also er weiß, Sie sind da, er kennt Ihre Verkaufshistorie, er weiß, was Sie sich vielleicht in den Warenkorb gelegt haben und ist praktisch super vorbereitet, dann mit Ihnen durch den Laden zu gehen, Sie zu beraten. Ich glaube, es hängt ein bisschen am Datenschutz. In Deutschland haben wir in Europa recht strikte Datenschutzregelungen. Und das lässt sich wahrscheinlich auf andere Märkte und andere Länder nicht eins zu eins übertragen. Wir sehen, in den USA ist die Regelung eher branchenspezifisch oder beruht sogar auf einer freiwilligen Selbstverpflichtung. In diesem Kontext muss man vielleicht Asien, Europa und USA sehen. Es gibt aber tolle Beispiele, an denen so ein bisschen deutlich wird, was man lernen kann. In 2012, glaube ich, hat der Händler Target eine Analyse gefahren und hat einen Data-Mining-Ansatz entwickelt, um, klingt lustig, Schwangerschaften zu prognostizieren. Die haben sich eben angeschaut, wer hat sich in dem Baby-Programm angemeldet und wie war die Kaufhistorie, Kreditkartenabrechnungen in der Vergangenheit. Und haben dann in Prognosemodellen eben entwickelt, wer also ein ähnliches Kaufverhalten plötzlich an den Tag legt, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, vielleicht in einem frühen Stadium schwanger zu sein. Und damit hat Target angefangen, Coupons, Programme auszuspielen, sehr erfolgreich. Also man sieht, was eine Date, und das ist schon ein paar Jahre her, da eben machen kann, wo wir in Deutschland wahrscheinlich mit diesen Modellen eher zurückhaltend wären. Oder nehmen Sie Hewlett-Packard, die mit ihrem Flight-Risk-Programm oder Flight-Risk-Scoring sich angeschaut haben, welche Mitarbeiter werden kündigen. Hewlett-Packard hatte 300.000 Mitarbeiter und hat eben analysiert, was sind Entwicklungen, Beförderungen, Abteilungswechsel, Gehaltserhöhungen, die dazu geführt haben, dass später jemand gekündigt hat, und haben damit Prognosemodelle aufgebaut. Der Business Case zeigte irgendwie 300 Millionen Euro oder US-Dollar Einsparungen, wenn man eben sehr gezielt jetzt mit den Mitarbeitern arbeitet und eben schaut, dass man sie nicht verliert. In Deutschland, glaube ich, ist das die große Hemmschwelle, das Nachholbedürfnis ist dieses Verständnis der Daten. Da ist eine große Angst, da ist Unsicherheit. Das Haupthindernis ist, die Vorteile dieser Technologie zu verstehen und sie dann eben zu nutzen und proaktiv anzugehen. Hat vielleicht mit Aus- und Weiterbildung zu tun, mit dem Mindset von Führungskräften und eben darüber hinaus zu denken, dass Analytics und Daten nicht nur im IT-Bereich stattfindet oder in der Logistik und Produktion, sondern eben auch im Vertrieb und insbesondere in der Kundeninteraktion genutzt werden kann. Ja, Deutschland geht ja da teilweise sogar über die DSGVO oder die europäische Richtlinie hinaus und hat noch schärfere Regeln eingeführt. Da, glaube ich, muss man schon sehr vorsichtig sein, dass wir Wirtschaft, Entwicklung, Zukunft nicht hemmen. Man muss das transparent und verantwortungsbewusst machen, aber es darf kein Hemmschuh für die Wirtschaft werden, weil andere Länder werden das nutzen und Vorteile daraus ziehen. Wir stellen uns immer so ein bisschen die Frage, wer kann das eigentlich entscheiden? Und unsere Einstellung ist, es muss der Kunde sein, weil ihm gehört die Date. Und wenn Sie sagen, für mich ist das okay, ich sehe den Benefit, dann sollte möglich sein, damit zu arbeiten. Eigentlich gibt es nur einen, dem die Date gehört, und das ist der Kunde. Also wir wissen, dass diese Rezessionen eine ganz hohe Bedeutung haben. Also Google-Rezessionen, ich glaube 87% der Kunden lesen diese Google-Rezessionen. Und über 90% basieren ihre Kaufentscheidung auf, was da drin steht. Also die Bedeutung ist immens hoch geworden. Ich glaube, das eine, was man tun muss und kann, und da haben wir auch in Studien getan, ist Text-Mining einzusetzen. Das heißt, es geht noch gar nicht so sehr darum, ob es 4 oder 5 Sterne sind. Das ist eindeutig ein Indikator. Aber die Sentiments, also das, was Kunden dazu sagen, das systematisch auszuwerten mit Data Analytics, mit Text-Mining, glaube ich, bringt viele Vorteile, die dann zu einer Automatisierung führen kann. Weil wenn ein System auswertet, wie ist Ihr Kommentar, finde das Produkt toll, ist das etwas Positives oder Negatives? Also wenn das System das lernt, kann ich beginnen, im Sinne von Marketing Automatization automatisiert etwas auszuspielen. Und das wird auch kleineren Firmen helfen, weil sie eben kein großes Personal brauchen. Im Prinzip gibt es vielleicht 2 Empfehlungen für kleine Unternehmen.
Das eine ist es eben nicht selbst zu tun, sondern so eine Art Analytics as a Service aufzubauen und das auszulagern, dass Daten ausgewertet werden. Und das zweite ist vielleicht in Kooperationen zu gehen, also auf größeren Plattformen zu arbeiten, wo sich mehrere kleinere Unternehmen zusammentun. Dort findet die KI statt und die Daten werden ausgespielt und damit können auch kleinere Unternehmen sozusagen teilnehmen und partizipieren. Das machen wir schon. Wir lernen bei großen Unternehmen, dass viele verstehen oder beginnen zu verstehen, dass dieses Daten und die Kompetenz, mit Daten zu arbeiten, ein strategisches Asset ist. Deswegen sagen viele Kunden, ich möchte das in-house machen. Wir helfen beim Aufbau und bei dem Verständnis. Wir machen viele Pilotprojekte in dem Bereich. Aber es gibt auch Kunden, wo wir das wirklich als Service machen und eben Daten nehmen und permanent mit Analysen und auch mit Reporting dann zu Führungskräften gehen und sagen, wir haben da wieder ein paar Dinge gefunden. Vielleicht gibt es ein paar gute Ideen, sie in Marktwachstum umzuwandeln. Also der erste Punkt ist wahrscheinlich, dass CXOs verstehen müssen, dass Daten echte Business Assets sind. Und in die muss man investieren, damit ein Return on Investment rauskommt. Das Bild oder die Stolpersteine selber sind wahrscheinlich vielschichtig. Das geht sicherlich mit der Strategie, mit der Datenstrategie los. Also ich laufe nicht los und analysiere irgendetwas, sondern ich muss mir Gedanken machen, was will ich eigentlich tun, was ist mein Geschäftsmodell, welche Use Cases sind relevant für mich. Dann geht es sicherlich, was wir vorhin schon angesprochen haben, um die Ausbildung, das Verständnis, das Mindset der Menschen, ihnen Ängste zu nehmen und eben auch die Kompetenz zu haben, was ermöglichen mir Daten heute, wie gehe ich damit um. Wenn ich Zielbild und Menschen abgeholt habe, muss ich das irgendwie in Operations gießen, also ein organisatorisches Modell zu bauen, eine datengetriebene Organisation, wo Rollen, Abteilungen zusammenpassen und wir sagen End-to-End auch Prozesse bearbeitet werden, also weg aus einem Silo, wo man sagt, hier ist die Datenanalyse, das ins gesamte Unternehmen zu tragen, ist sicherlich ein weiterer Erfolgsfaktor oder eben ein Stolperstein, wenn man das nicht tut. Und dann, glaube ich, geht es darum, anzufangen, Datenbanken, Data Lake, sagt man heute, aufzubauen, das zu tun, sich zu trauen, zu lernen, zu üben, anzuwenden, besser zu werden und den Sprung eben zu machen, das heißt, in so eine Data-Driven Culture zu kommen. Ich glaube, dass es da an all den eben genannten Punkten in vielen Unternehmen entweder an allem oder an einzelnen Aspekten schon noch mangelt. Ja, vielleicht ruht man sich stärker auf seiner alten Kompetenz aus, technologiegetrieben, produktorientiert. Und das hat ja ganz viel mit Kundenorientierung und mit neuen Geschäftsmodellen zu tun, die eben teilweise Blackbox sind. Und ich glaube, das macht vielen Angst und Sorge. Wir hatten das Beispiel bei einem Kunden, da hat bisher über Mitarbeiter ist eine Prognose erstellt worden über Absatzzahlen. Und die Menschen konnten nachvollziehen, wie ist der zu dieser Prognose gekommen. Und das haben wir umgestellt auf eine KI-basierte Prognose. Und jetzt ist nicht mehr nachrechenbar, wie die Empfehlung zustande kommt. Und dieses Verständnis zu schärfen, ein Vertrauen zu haben, Mut zu haben, dass eine KI ja vielleicht auch Fehler macht, aber grundsätzlich eben dort wissenschaftliche Anwendung findet und zu einer Prognose kommt, der man auch in gewisser Weise vertrauen kann, dann ist Ihr Satz richtig, da muss man auch ein bisschen Mut entwickeln vielleicht. Der erste Punkt ist, Sie sagen, Komplexität reduzieren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine falsche Begrifflichkeit, weil die Komplexität ist da. Sie lässt sich nicht reduzieren. Sie ist real. Wir glauben eher daran, dass sie gehandhabt und gemanagt werden muss. Das hat zum Beispiel ein bisschen mit Planung zu tun. Schauen Sie große Projekte an, nehmen Sie den viel zitierten Berliner Flughafen oder Stuttgart 21, wo nachgewiesen wurde, es liegt an einer Planung. Also Planung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann, glaube ich, geht es darum, wenn CXOs auf eine datengetriebene Organisation umstellen und entwickeln, geht es eben darum, das Zielbild klar zu haben, sich über die Organisation Gedanken zu machen, die Rollen, die Prozesse und die Grundlagen in der Umsetzung wirklich sauber die Grundlagen zu schaffen. Also wenn ich keine hohe Datenqualität habe oder die falschen Daten habe, dann wird die Analyse es nicht besser machen, sondern ich muss schon sauber sein in meinem Datenbankaufbau.
und auch in der Überlegung der Use Cases, die ich abdecken will. Und wie kann man das machen oder was hilft? Ich glaube, so Leuchtturmprojekte, erste kleine Erfolge, die aus so einem Projekt Daten Analytics entstanden sind, deutlich zu zeigen, Mitarbeiter dahinter zu bringen, die auf eine Rampe zu stellen, auf eine Bühne zu stellen, zu sagen, hier, so können die Dinge gehen. Ich glaube, das schafft Vertrauen und könnte so ein Weg in die Zukunft sein. Ich glaube, dass Data Analytics, das Datenverständnis, eindeutig in die Organisation gehört. Also die Frage, ob Sie Spezialisten brauchen, ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Das ist das Gold der Zukunft zitiert. Schauen Sie Amazon an. Niemand versteht es besser, Logistikabläufe, Produktempfehlungen, Pricing-Optimierungen aufzubauen. Wir sehen in deutschen Unternehmen, das hat die Pandemie auch ganz gut gezeigt, dass es da an ganz einfachen Basics und am Verständnis fehlt. Wenn Sie eben keine Kontaktinformationen mit Ihren Kunden ausgetauscht haben, wie wollen Sie sie über veränderte Öffnungszeiten informieren? Wenn Sie keine DSGVO-konformen Einverständniserklärungen geholt haben, wie wollen Sie kommunizieren? Und das sehen wir eben an vielen Unternehmen, im europäischen und im deutschen Raum, dass das verabsäumt wurde. Und deswegen stehen einige vielleicht auch in der Pandemie vor dem Aus. Es braucht also diese Rollen, es braucht dieses Verständnis, im Online- und im Offline-Geschäft mit Daten erfolgreich arbeiten zu können. Und dafür brauchen Sie künftig diese Rollen, diese Kompetenzen, wahrscheinlich auch in kleineren Unternehmen. Ich glaube, dass die Interpretation von Kundenorientierung in unterschiedlichen Unternehmen sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Aber man kann schon sagen, dass für die Zukunft natürlich auch nochmal das Thema Daten oder Datenanalyse ein ganz zentraler Baustein sein wird, der Kundenorientierung eben erst ermöglicht. In großen Unternehmen sehen wir, dass sich da schon sehr viel mit beschäftigt wird. Da werden Personas gebaut, also Kunden segmentiert, da werden Customer Journeys gebaut, da wird eine Customer Experience definiert und an den Knotenpunkten, wo der Kunde auf die Marke oder auf das Unternehmen trifft, werden Optimierungen vorgenommen. Also da würde ich sagen, ist man in einer Transformation. Schauen Sie sich Automobilhersteller an, die bisher an Händler vertrieben haben, die heute sehr stark überlegen, in ein direktes Vertriebsmodell zu gehen, um eben näher am Kunden zu sein, sprich noch kundenorientierter arbeiten zu können. Im Mittelstand gibt es sicher tolle Beispiele, aber erleben wir eben, dass viel Herzblut im Produkt und in der organischen Wachstum und Entwicklung des Unternehmens gesteckt wurde. Und das Thema Kundenorientierung, aktive Vertriebsgestaltung, Vertriebsentscheidungen auf Daten und auf Analyse zu basieren, eben weg von diesen Bauchentscheidungen, noch nicht so weit gediehen ist. Also ich würde sagen, dass im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, da vielleicht sogar großer Nachholbedarf besteht. Versicherungen sind sehr stark produktorientiert und sind es heute noch. Das heißt, die Themen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, was wir eben hatten, vielleicht auch auf datenbasierten Segmentierungen Bedarfe besser zu erkennen, zukünftige Angebote zu machen, ist man wahrscheinlich noch ein Stück zurück. Wenn Versicherungen im Zuge der Digitalisierung erfolgreich sein wollen, gibt es wahrscheinlich noch mehrere Trends, die es zu beachten gibt. Da ist sicherlich das Thema Individualisierung. Also Versicherungsleistungen nicht als Standard, sondern eben sehr individuell auf Situationen von Kunden zuzuschneiden. Da ist sicherlich das Thema Konnektivität. Wie verbinde ich Daten? Wie verbinde ich vielleicht auch im Sinne Internet of Things Lösungen, Technologien mit Daten, mit Versicherungsleistungen? Wie tausche ich Daten aus? Gesundheit spielt eine riesige Rolle, wie Sie sich da heute eben selber behandeln und wie die Versicherungen damit umgehen. Also in Summe wird in diesen Trends die Versicherung stärker wieder als Berater auftreten müssen, sich an den Bedarfen der Kunden ausrichten. Und daraus entstehen Chancen. Wenn man also überlegt, dass wir heute einen Verlust des Vertrauens in das Bankensystem haben vielleicht oder in Banken, könnten Versicherungen diese Produkte aufnehmen und kombinieren. Oder man kann sich vorstellen, dass Versicherungsleistung, also Risikoabdeckung, mit Dienstleistung kombiniert wird. Also einer Handwerksleistung zum Beispiel. Also ich glaube, hier gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, um neue Angebote auf Kundenbedarfe zu schneiden und dann auch in der Kundenorientierung voll anzukommen und nicht standardisierte Produkte in Menge in den Markt zu drücken. Datenanalyse kann nur zu guten Ergebnissen führen,
wenn Daten zusammenkommen und die Menschen wissen, wie man damit umgeht.